Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und wir spielen heute mal mit dem Erbsenagenten. Weil, ich bin so ein bisschen 007-mäßig drauf heute. In geheimer Mission unterwegs. So, schauen wir mal, wie wir mit dem was reißen können. Immerhin hat mein Erbsenagent die Augen verbunden. Das heißt, er zielt wahrscheinlich auch als Spielfigur genauso gut wie ich als... Guck mal hier, das muss doch einen treffen. Keinen getroffen. Schade, schade, schade. Aber da haben wir den ersten schon weggeholt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier ist gerade... Ah, hallo! Ah, ich hab doch gerade... Oh, ich hatte doch gerade nachgeladen. Warum schießt der denn nicht? Aber wenigstens ein bisschen an, wie nennt man das, angeschlagen. Ah, ich kann heute schon wieder nicht vernünftig reden. So. Boah, hallo, ich habe einen Zombie erledigt, den ich noch nicht mal gesehen habe, einen Braunmantel. Ja. Gerade ein bisschen doof irgendwie hier, mein... die Sonne blendet hier voll auf meinen Bildschirm drauf. So, war jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Die Chili-Bohne. Ich höre ihn doch schießen da. So, haben wir noch einen Kill geholt. Der war auch bitter nötig, weil wir... Ich muss mal hier so ein paar von diesen... unnötigen Pflanzen loswerden. Was heißt unnötig, aber sind ja nicht unnötig. Ey, warum? Das ist mein Tod. Ah! Ja. Ich wollte noch wegspringen. Naja. Was muss ich überhaupt machen? Ich muss 20 Zombies mit Chili-Bohnen erlegen. 20 Zombies von erhöhter Position und 25 Vorlagen erzielen. Das kann noch was dauern. Das kann auch was dauern. Was nehmen wir hier? Nehmen wir Feuer. Was können wir hier Schönes hinpflanzen? Hier so ein Pilz. Fire! 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 Die Feuererbse habe ich bis zum geht nicht mehr gespielt. Die muss jetzt in nächster Zeit nicht mehr sein, aber ich musste sie so lange spielen, weil die Herausforderungen hier für die Erbsen so elendlich lange gedauert haben. Wo ist er denn jetzt hin? Da unten? Oh, ich treffe mit dem keinen Chili-Bohle. Naja. Pixel the Cactus. Immerhin hat er einen coolen Namen. Pixel the Cactus. Warum spielt er denn? Achso, er spielt einen Zombie, weil er auf der Seite der Zombies ist wahrscheinlich. Nee. Hier, guck mal, Zäune kann ich treffen. Bin so gut. Immer eine Vorlage. Die muss ich ja auch holen, die Vorlagen. Ja. Läuft. Ja, der macht schon ordentlich Schaden, wenn man dann mal treffen würde. Ja, seht ihr? Ich kann auch Leute töten. Es ist, liegt im Bereich des Möglichen. Wo ist er hin? Ah, der Schnapper hat ihn erledigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da hinten sind sie schon wieder am Gange, Teleporter aufzubauen. Stirb! So, und drücken wir eine Bohne an den Teleporter. Und weg mit ihm. Jawohl. Niemand braucht einen Teleporter. Es hat niemand die Absicht, einen Teleporter zu errichten. Oben ist ein. Ja, den haben wir auch schön. Ja, es läuft jetzt gerade so, geht's. Aha. Ja. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Das wäre so eine Heilsonnenblume, wäre mal nicht schlecht. Wo sind denn hier die ganzen Sonnenblumen? Wahrscheinlich sind sie nicht anwesend.
Da ist schon wieder hier jemand, der einen Teleporter errichten will. Oder schon hat, wahrscheinlich. Ah, noch hat, er hat noch nicht. Da hinten kommen sie wieder angejockelt und wollen in den Garten. Ey, bück dich doch nicht weg. Jo. Da hinten lungern die ganzen Sonnenblumen rum hier. Wollen wir hier einen Kollegen wiederbeleben? Der wollte nicht, okay. Dann nicht. Apü. Hier ist die Feuersonnenblume. Hallo? Nimm die Bohne. Irgendwie behindert mich manchmal dieser komische Hut, den das Ding hat. Aber den habe ich mir ja selbst aufgezogen. Habt ihr das auch manchmal, dass wenn ihr hier zockt, irgendwie, dass die Ausrüstungsgegenstände einen enorm behindern? Und du stirbst jetzt gleich an den Drachenmolchen. Oder das Drachenmolchen stirbt an dem Gas, was du da hinterlassen hast. Endercliff. Nee. Der Endercliff. Oh, naja. Wieder schöne Minen gelegt und Stachelkräuter, die glaube ich nichts bringen. Und ich glaube, der Teleport ist inzwischen da. So viele wieder aus der Richtung da gerade angelockelt kommen. Ja, läuft. Ach, das war noch ein zweiter. Aber das müsste eigentlich eine Vorlage gebracht haben. Topfpflanzensieg ist auch immer gut. Langsam müsste man sie mal gewähren lassen hier. 10 Sekunden haben sie noch. Ich glaube nicht, dass die Zombies das noch hinkriegen. Das haben wir verteidigt. Oh. Dank der überragenden Leistung eines Tarnerbsen-Agenten-Dingens-Teil. Guck mal, erster. Oh Gott. Das ist mir manchmal eigentlich immer so peinlich, wenn ich erster bin, weil das irgendwie nur zeigt, dass der Rest der Spielerschaft nicht so mein Niveau ist. Also. Ach, ihr wisst, was ich meine. Nicht so gut war. Weil ihr seht ja, wie ich hier rumnube. Egal. Hauptsache, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Aber ihr könnt schnell noch ein Sticker-Pack hier aufmachen. Hier so Pflanzen, zack. Damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Jo. Läuft. 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 Alles klar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Plants vs. Zombies oder irgendwas anderes. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten drunter. Und dann antworte ich euch auch ganz langsam. Und tschüss.